Kommt mal da runter jetzt. Was soll denn diese ständige Aufgeteile? So, 50 mal 12, das macht 500, 600. Und 1200 Vespin. Naja, gut. Warten wir mal da drauf. Einen Moment lang. Angriff können wir ja trotzdem schon mal vorbereiten. Ich mache es zur Gruppe 2. Mineralien haben wir, deswegen habe ich das jetzt einfach schnell noch gemacht. Am Vespin mangelt's. Und zwar ganz schön. Da würde ich dich mal ganz gerne zur Expedition ausschicken. So, jetzt habe ich's. Aha. Naja. Ist halt immer die Frage, ob es hier auch eine große Hauptbasis gibt oder ob das auch wieder was Kleineres ist. Das Ding liegt komplett auf dem Plateau, da kommen wir gar nicht. Gibt es da einen Zugang zu? Nee. Müssen wir von hinten angreifen, aber. Nicht sonderlich stark verteidigt. Das könnten wir aus der Entfernung packen mit Wächtern. Das probiere ich dann mal. Ihr seht es jetzt. Ja. Ja, komm ab. Also gerade habt ihr es gesehen, dass der Overlord eben die vergrabenen Einheiten aufgedeckt hat. Wir haben es gleich. Noch 100 Vespin. Also ihr seht es ja, an den Mineralien mangelt es wirklich nicht. Das Gute ist, der Vespin-Geysir da oben ist nicht bebaut. Das heißt, da können wir dann also ganz problemlos... hin. Komm. Komm. Ja. Okay, ich habe mich derbe verrechnet. Nee, habe ich nicht. Okay, das Spiel hat nur wieder gehangen. Ich wollte schon sagen, 100 mal 12 ist jetzt nicht so schwer eigentlich. Regeneration läuft auf Hochtouren, wunderbar. Kann da auch der nächste Angriff kommen? Brauchen wir auf jeden Fall noch mal 1, 2, noch mal 3 Overlords. Okay, und dann erobern wir mal da oben den Stützpunkt. Was brauchen wir da oben? Wir brauchen Brutstätte, Vespin-Geysir und Sammler. Sammler. Und Sammler. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Du Sack. Trau dich das nochmal. Okay, wir brauchen noch mehr Sporenkolonien. Ich mache hier jetzt
jetzt die Seite zu, das langt mir jetzt. So. Seid ihr schon mal da? Komm hinterher. So. Wollen wir doch mal sehen. Es fängt ja einen noch an, hier abzulenken. Ist ja unfassbar. Nicht schlecht, die KI, nicht schlecht. Gute Taktiken. Aber letzten Endes sind auch sie alle zum Scheitern verurteilt. Platz da. Dann kriegen wir leider keine Kriecherkolonie mehr hin. So. Es kostet ja zum Glück eh nur Mineralien, von dem her. Kann man das, denke ich, mal so machen. Alles klar. Ich hier gerade mal noch welche runter. Da dann noch eine hinkommt oder hinpasst. Theoretisch ja, praktisch auch. Wunderbar. So. Ich darf es doch gerne noch mal probieren. Gut. Kümmern wir uns wieder um den Angriff. Ja, das dachte ich mir nämlich, dass die Reichweite hoch genug ist. Eingegrabenes ist. Nein! Gott. Seid ihr jetzt dran? Hallo? Doch noch einer da. So. Gut. Ruhe ist ein Puff.
würde mal ganz gerne schnell. Wenn wir jetzt ohnehin schon hier sind. Mal gucken, ob wir da eventuell schon mal ein bisschen Tabula Rasa machen können. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja sogar mit den beiden Gruppen. Bleibt zurück, ihr seid nur für die Luftunterstützung da. Okay, hieran kann ich mich ganz dunkel erinnern. Weg, 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 weg! Das ist jetzt hier so ein kleiner Verteidigungsstrang, an den kann ich mich dunkel erinnern, aus damaligen Zeiten. Wenn man so will. Das hier dürfte auch mehr oder weniger die Hauptbasis sein. Bleib zurück! Oh. Unfassbar. Eine wirklich, wirklich gute KI. Der Wahnsinn. Hätte ich so nicht mit gerechnet. Wenn man mal bedenkt, wie alt das Spiel ist. Also der weicht wirklich effektiv meinen Verteidigungen aus. Das ist. Ich finde das genial gerade. Ich finde das wirklich genial. Ja. So, die sollen das mal gerade da machen. Ich muss hier oben. Solange die das alles schön automatisch machen, ist das in Ordnung, wie das hier gerade läuft. Weg, 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 alle weg. Schön vorsichtig sein jetzt. Oh, da sind Terrors. Gefährliche Sache. Okay, wir bleiben auf Abstand. Bisschen auf Regeneration. Verhindern nur, dass der sich da jetzt aufbaut. So, Position halten, Position halten. Okay, gut. Dann kümmern wir uns mal hier unten in Ruhe um die Verteidigung jetzt in der Zeit. Der Vorteil wird jetzt sicherlich sein, dass der sich jetzt auch da oben ein bisschen auf uns konzentrieren
muss, mehr oder weniger. So. Dann will ich hier auf jeden Fall auch noch eine Tiefenkolonie haben. Hier noch eine Tiefenkolonie. Komm. So. Theoretisch sollte er sollte uns jetzt nicht mehr angreifen können. Die Betonung liegt auf theoretisch. Also, und natürlich kann er uns schon noch angreifen, aber er sollte nicht mehr durchkommen, so meine ich das. Ich hoffe, dass sich das bewahrheitet. Klar, er kann es hier zwischendurch noch mal probieren, aber... das wird er eher nicht schaffen. Er ist auch inzwischen erschöpft, ja. Gut! Gucken wir uns das hier mal gerade noch an, dass das halbwegs läuft so ein bisschen. Da ist schon der nächste Pappkamerad. Ja, er versucht's, er schafft's aber nicht. Gut, dass wir das gemacht haben. Gut, dass wir das gemacht haben. Gut, wie greifen wir da oben an? Rücken wir mal langsam vor. Larven getötet, wunderbar. Ach, guck mal da. Ach ja, die beiden hatte ich ja ganz vergessen, die waren da ja noch. Die Betonung bei der Missionsbeschreibung lag darauf, dass wir alles vernichten müssen. Also machen wir das auch. Ja, schon mal in die Richtung bewegen, langsam aber sicher. Jetzt haben die hier natürlich überall ihre Einheiten verteilt. Das kann auch ein bisschen fies werden, wenn es dann um den Abschluss der Mission geht. Ah, ist das schön. Der ganze feindliche Kriecher ist einfach nur weg. So. Was sind wir denn da? Ach ja! Also so geht's ja mal nicht, ne? So. So was Freches. Gut. Hallo. Du ein Spiel mit mir spielen?
Unfälle passieren. Gebäude können zerstört werden. Das wäre doch schade. So. Gleich haben wir es. Dann müsste ja eigentlich der Kreis schon fast abgeschlossen sein, wenn wir das jetzt hier unten noch kaputt machen. Also wie ich das sehe, jopp, dann haben wir es gleich. Mach hier direkt schon mal die Dings kaputt. Haben wir es doch nicht ganz ohne Verluste geschafft, naja. Was soll's. Frisch geschlüpfte Drohnen und sofort getötet. Das muss ein Schicksal sein, meine Herren, ich wünsche auch keinen. Der Drawat. Weil man sich nur noch die Overlords und die sind jetzt dann auch gleich hinüber. Jo! Jo! Haben wir es mal wieder geschafft! Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gesiegt! Sieg! Okay. Spaßige Mission. Relativ einfach, man musste sich halt so ein kleines bisschen um die Verteidigung kümmern, aber wirklich in Bedrängnis geraten sind wir ja jetzt zu keinem Zeitpunkt. Insofern lockere, leichtere Mission, würde ich sagen. 1 Stunde 4 hat das Ganze gedauert und ja, wir waren deutlich überlegen, also fast die doppelte Punktzahl, nur ressourcentechnisch, da hat er ein bisschen mehr gehabt als wir, also der hätte ja wesentlich mehr Potenzial rausholen können. Und guck mal hier, wie knuffig, einfach nur Punkt. Wenn wir uns das mal im Detail angucken, okay, er hatte mehr Einheiten als wir. Was aber auch irgendwo logisch ist, weil er ja auch wesentlich mehr produzieren musste. Durch die ständigen Angriffe. Vernichtet haben wir 238. Ich nehme mal an, dass da die Larven noch mit dazu zählen. Dass die keine eigenen Einheiten sind, keine produzierten Einheiten, sehr wohl aber vernichtete, weil sonst, klar, müssten wir da jetzt die doppelte Zahl stehen haben. Von dem her logisch. Verloren haben wir 55 Einheiten. Ja, das waren primär die Zerklinge vom Anfang. Ergibt Sinn, kommt hin. Jawohl. Na, natürlich noch der eine Mutalisk am Ende. Wir sind in die Verteidigungsphase, das passt soweit alles. Gebäudetechnisch, ja, man wird deutlich stärker. Das waren natürlich hier vor allen Dingen die Verteidigungsgebäude. Und dann natürlich auch so ein bisschen die Expansionen. Dass es so viel mehr ist, hätte ich jetzt allerdings dann andererseits auch nicht gedacht, weil natürlich die Gambrut auch einiges an Basis hatte. Dann natürlich der kleine Verteidigungszug, durch den wir da geflogen sind. Also, keine Ahnung. Aber er hat uns kein Gebäude vernichtet und da bin ich doch äußerst zufrieden damit. Boah, ressourcentechnisch, wie gesagt, war er uns überlegen, wenn auch nur leicht. Wir haben wesentlich mehr Gas gefördert, tatsächlich. Aber wir haben ja auch den einen Vespin-Geysir. Wir haben beide Vespin-Geysire übernommen gehabt, ohne dass da was abgebaut wurde. Da zieht man dann den Vorteil her. Mineralien hatte er deutlich mehr als wir. Gut, alles klar. Verbraucht haben wir also. Also, wenn ihr das mal seht, wir haben wirklich fast alles verbraucht gehabt, bis auf ein paar Sachen. Während er wirklich ziemlich sparsam unterwegs war, also auch alles relativ einfach gehalten. Relativ überlegen dementsprechend unsere Arbeit. Jo! Dann war es das auch schon wieder für heute mit der heutigen Aufnahme von StarCraft. Ich hoffe, es hat euch auch heute wieder gefallen. Wie auch mir, und ihr freut euch dann auch so wie ich wieder auf die nächste Mission, wenn es dann weitergeht. Bis dahin, das übliche Programm, liken, teilen, nicht vergessen.
Genauso wie ich mich immer über ein neues Abo freue. In dem Sinne hoffe ich, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.